Hi, Evelyn hier. Und zwar habe ich heute ein kurzes Video gemacht zum Thema Veränderungen. Und da habe ich eine Nachricht für dich. Veränderungen durchziehen manchmal unser Leben und rütteln dies ganz schön durcheinander. Manchmal spüren wir auch, wir müssen etwas verändern, um endlich wieder glücklich leben zu können. Doch wie soll man sich verändern, wenn ein Teil des Prozesses die Unsicherheit ist, die das natürlich so mit sich bringt? Ja, man ist unsicher, was dann kommt, nachdem man die Veränderung eingeleitet hat. Wie kann man eine Veränderung wirklich vollziehen, ohne immer diese innere Unruhe zu haben oder eventuelle zweifelnde Gedanken? Funktioniert das überhaupt? Oder wie geht das ein bisschen geschmeidiger? Ich kann dir dazu raten, geh einen Weg nicht pragmatisch ran. Also das heißt, nimm dir Zettel und einen Stift, schreibe eine Tabelle mit 3 Spalten, auf die linke Seite, was stört dich momentan, in die Mitte, wie hättest du es gerne, und ganz rechts schreibst du, was muss ich verändern, um diese mittlere Geschichte umzusetzen von der Tabelle. Umso mehr du nämlich diesem Prozess Gewicht auf einem Papier gibst, umso mehr machst du diesen Prozess klarer für dich und dadurch kannst du dich leichter zu einer Veränderung entscheiden. Wenn du es immer noch nicht kannst, dann ist dafür einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt in deinem Leben gekommen. Das heißt, warte noch ein wenig ab, lege deine Idee zu einer Veränderung zur Seite und schau, wie dein Leben weiter verläuft. Lebe dein Leben und irgendwann nimmst du dir diese Tabelle noch einmal vor. Entweder du brauchst die Veränderung gar nicht mehr oder aber du kannst dich nun leichter entscheiden. Vielleicht ist auch immer noch nicht der richtige Zeitpunkt da. Das wird sich dann zeigen. Ich möchte nur, dass du weißt, alles hat seine Zeit. Auch Wege der Veränderung. Gönn dir die Zeit, die du brauchst. Nimm dir Zeit für dich. Und wenn du zu unsicher bist und zu sehr zweifelst, dann ist einfach was nicht ganz rund. Und wenn das nicht wirklich ganz rund ist, dann empfehle ich einfach noch ein bisschen abwarten, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Wenn dir die Nachricht für dich gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du meine Webseite mal besuchst unter seherin-eva.de. Dort kannst du dich auch kostenlos in meinen Newsletter eintragen und erhältst auch immer aktuelle Infos zu kostenlosen Videos, Gutscheinen und so weiter. Und natürlich meinen Webinaren. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, deine Evelyn Stotzner.